Hallo, ihr rätselbegeisterten Gamer da draußen und herzlich willkommen zurück zu Bridge Constructor Portal. Wir sind nochmal hier, weil ich euch das hier gerade eben zeigen will. Die Anfänge, also immer alle 10 Level ändert sich hier quasi der Startbildschirm. Und jetzt schleicht er gerade eben wegen dem kleinen Sentry-Gun-Kollegen hier ganz vorsichtig an seinen Schreibtisch erst ran. Hey, warum schießt du nicht auf den? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, wir wählen nochmal das Level aus und gehen zurück zu perfektes Timing. Muss extrem aufpassen, ne? Die Sentry Gun, die mag das nicht so gerne. So, also wie gesagt, wir haben ja hier immer noch jetzt hier mal den Konvoi mal zu starten. Ich habe keine Ahnung, wie das in diesem Konvoi funktionieren soll. It is mir a Rätsel. Aber vielleicht schaffe ich es ja. Na gut, das könnte ja sein. Man muss es irgendwie schaffen, dass die alle gleichzeitig schon mal oben sind. Da stelle ich mir jetzt aber gerade eben eine grundlegende Frage. Warum mache ich mir das hier eigentlich so anstrengend? Ich kann die doch einfach alle da hochfahren lassen. Ich kann doch einfach hier hochfahren. Würde ich mal behaupten, oder? Also ganz im Ernst, wir können doch einfach da hochfahren. Das ist jetzt meine Frage, die ich jetzt hier mal so einfach mal so in den Raum stelle. Was hält uns davon ab, das hier einfach so hochfahren zu lassen? Unter Umständen die Steilheit dieses Systems. Ne, warte mal, wir machen das hier mal weg, weil das brauchen wir ja ehrlich gesagt ja gar nicht. Wenn ich das jetzt hier so mache. Wie gesagt, das muss ja irgendwie gehen. Und wenn ich das jetzt hier miteinander verknüpfe, dass sich das gegenseitig so ein bisschen abstützt. Ich meine, mehr brauchen wir ja gar nicht. So, lass mal das hier weg. So. Und so. Ist halt immer noch ein Problem, dass es halt im Grunde nur dann über solche Streben quasi dran ist. Also momentan ist es jetzt sogar nur mit Siemens Lufthaken befestigt. Aber aber vielleicht kriegen wir das so sogar noch hin. Seht ihr, was ich meine? Es ist nur die Frage, ob das am Ende dann zu viel wiegt. Einmal so. Und einmal so. Hier noch so. Und da noch so. So wie das hier. Und das hier. Ist anspruchsvoll für das System, aber vielleicht klappt's. Eieiei. Es entfernt sich halt immer mehr. Ah, der letzte und der vorletzte schaffen es dann nicht. Es muss einfach ein bisschen mehr hier rüber. Hält das? Das ist auf jeden Fall mal interessant. Ja, jetzt wenn's. Lol. Beeilt euch, ihr kleinen Mistkäfer. Ah! Verdammt, er braucht ein bisschen länger. Ich muss ihn irgendwie noch ein bisschen länger hier so zickzack runterfallen lassen, ne? Den Eindruck bekomme ich jetzt hier so, dass ich das hier so zickzack runterfallen lassen muss. Dann hier so runterwärts. Und dann so. Mal gucken, ob das hinhauen kann. Dass es halt hier vom Gelenk her ein bisschen. Naja. Wir versuchen es. Ich muss alle 5 nur da reinbringen. 2. Wie gesagt, die müssen dann einfach nur hier drinnen warten. Komm, go, 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 go. Toll. Fuck. Da stelle ich mir gerade eben die Frage, warte mal.
Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich diesen ganzen Umweg? Ganz im Ernst, man kann diesen ganzen Scheiß-Umweg sich sparen. Das kann man sich komplett sparen, indem man das einfach nur so macht. So, jetzt wird er zu schnell sein, befürchte ich wieder. Ja, man muss es nur ein bisschen so machen, dass es... Er muss halt länger brauchen, ne? Es ist einfach nur das, die Frage des Timings. Jetzt ist er völlig zu schnell. Also hier muss er möglichst lang rutschen. Und dann muss er möglichst hier lange rutschen. Soweit, so klar. So, dahin gehen. Und dahin gehen. Hält das? Naja, man kann es ja noch hier festmachen. Das könnte reichen. Oh oh. Hoppala! Sollte so nicht sein. Sollte eher so sein. Es kann auch sein, dass es jetzt schon wieder nicht mehr geht, ne? Dass ich hier eventuell jetzt Mist gebaut habe. Nein, so wird das gar nicht funktionieren. Dann muss ich es ein bisschen steiler machen. Und hier eher so. So vielleicht noch. Er muss ja die Chance haben, noch zu rutschen. Er sollte halt langsam rutschen. Das ist schon wieder viel zu schnell. Jetzt haben sie wieder nur zwei reingeschafft. So, weniger steil. Hier geht's halt wirklich nur um ein paar wenige Millimeter, ne? Nee, das ist auch zu schnell. Das Problem ist, es ist hier zu schnell. Jetzt rutscht er sehr langsam, aber er rutscht. Bumps. Zwei. Jetzt kommen wieder nur vier an. Es sind wieder nur vier. Okay, wenn ich es verlängere, dass er länger rutscht, dann kann ich das den Winkel ein bisschen steiler machen. So. Das ganze System noch abstützen. So. Dann brauche ich jetzt hier das andere System, wo der Kollege dann... Moment. Ja, das geht dann hier wiederum nicht mehr. Ist egal. Dann brauche ich das andere System hier. Das ihn dann hier runterfallen lässt. Direkt hierhin. Es könnte sein, dass das hier ein bisschen zu knapp bemessen ist. Das kriegen wir erst raus, wenn wir es austesten. Könnte sein, dass es zu knapp ist. Er rutscht. Noch rutscht er. Er rutscht ganz toll. Jetzt rutschen 2, 3, 4. Oh, den letzten schaffen wir nicht. Es ist hier zu steil. Es ist hier zu steil. Kann ich das ein bisschen weniger steil machen, ohne dass die Welt zusammenbricht? Es heißt ja nicht umsonst perfektes Timing, ne? Also von daher. Es muss halt perfekt sein. 1, 2, 3. Nein, der kommt zu schnell. 4. Der letzte. Nein! Direkt vor der Nase zugeschlagen. Ein bisschen weniger steil von Anfang an, vielleicht. Solange er noch rutscht, ist er gut. Dann hört er ganz auf zu rutschen. Ungünstig. Und wenn er jetzt hier schon mal ein bisschen Schwung mitbekommt, danach ein bisschen flacher wird. Go, 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 go. Hör nicht auf zu rutschen, du Schwein. Hör nicht auf zu rutschen. Tu uns doch das nicht an. Okay, wir müssen das dann doch so lassen. Und hier vielleicht nicht ganz so steil sein, aber das ist leichter gesagt als getan. Wie wir hier sehen. Rutschbahn des Todes. Beeilt euch! Er wird nicht lange rutschen. Es
Jetzt fängt er wieder an. 1, 2, 3, 4. Schnell, du! Ah, er hat's geschafft! Jawohl! Jawohl! Alles klar, nächste Kammer. Jetzt haben wir es uns wirklich verdient. Gut, 41. Wetthüpfen. Keine Gladys, okay. Wetthüpfen, das heißt, also ich muss irgendwie darüber. Da kommt der Companion Cube, der muss irgendwie dahin gebracht werden, damit hier die Tür aufgeht. Klingt nach einem super Plan. Ich freue mich immer, wenn solche Dinge passieren. Kein bisschen. Also gut, der Companion Cube, der muss irgendwie da landen. Ich weiß zwar noch nicht, wie er das tun soll, aber er wird das bestimmt ganz toll machen. Als allererstes soll ich mal sagen, wir testen jetzt mal den Companion Cube, wo der hinlandet. Boff. Ich habe das Gefühl, dass der deutlich geiler hüpfen sollte. Also sehr viel geiler. Oh, scheiße. Das ist gar nicht so, wie es sein sollte. Okay. Dann machen wir jetzt hier mal unsere schicke Dreieckskonstruktion hin. Dasselbe machen wir hier. Um das System hier abzusichern. So, jetzt muss der hier irgendwie ganz sanft, geradezu streichelnd in diese Richtung geleitet werden. Und ich glaube, dass das hier der ideale Winkel dafür sein könnte. Ich behaupte nicht, dass das ist. Ich behaupte, er könnte es sein. Wir haben gar keinen Winkel. Oh Gott. Wie hoch muss ich dafür kommen, dass ich das... Ah, oh. Das schreit doch geradezu nach. Verbinde mich. Auch wenn ich keine Ahnung... Nein, du sollst nicht fahren. Du sollst einfach nur testen. Und er springt. Allerdings nicht so hoch, wie ich gehofft habe. Okay, also er geht auf jeden Fall schon mal dahin, wo wir ihn haben wollen. Machen wir es nochmal. Mit einer leicht abgewandelten Schräge. Vielleicht muss ich noch dahin führen. Kann auch sein, dass ich ihn deutlich mehr darüber führen muss. Dass er da landet. Toll. Ganz großes Kino. Nee, ich brauche eigentlich wirklich die Wucht von da oben. Sonst wird das nichts werden. Das wird sonst nichts. Hält das? Nein, kann ja gar nicht halten. Kann ja gar nicht halten. Das hat er auf jeden Fall da getroffen. Oh, oh, oh. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das kann auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung gehen. So. Dann machen wir jetzt hier ein überkreuztes System. Hält das? Ja, mehr schlecht als recht. Aber so könnte das hinhauen. Nein, so. Hallo? Sonst macht er Straßen, wenn ich es nicht will, oder macht er keine Straßen, wenn ich es will? Das soll mal einer verstehen. Yeah, 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 yeah. Rutsch, 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 rutsch. Ausgezeichnet. Gut, das ist schon mal gut so. Was ist jetzt mit den Autos? Was tun die Autos? Daneben dotzen. Okay, das ist natürlich nicht so geil. Was ist, wenn ich das so mache? Jetzt springen sie auf jeden Fall darüber, aber irgendwie auch nicht so, wie ich das möchte. Und so? Die springen halt nicht hoch genug, das ist das Problem. Ah. Jetzt kommen sie auf jeden Fall da an, wo ich es gerne möchte. Das ist doch schon mal vielversprechend. Das ist doch schon mal gut. Und dreimal dürft ihr raten, was die Straße wird. D.
steht da. So und so. Das müsste doch jetzt eigentlich so halbwegs gehen. Problem ist halt jetzt, diesen ganzen Shit darüber zu bringen. Oh mein Gott, wie ich es jetzt schon hasse. Das hasse ich doch jetzt schon wie die Pest. Oh, Scheibenkleisterei. Kannst ja schon mal anheben, ne? So, fahren wir das ganze System jetzt mal darüber. Ist das stabil? Oh, das Wort stabil wird heutzutage so strapaziert wie diese Streben hier. Dann machen wir das Ganze jetzt mal so. Hier noch. Wie weit komme ich da raus, bevor das obere sagt, nö, das ist die Stelle. Okay. Dann müssen wir dasselbe System ja so ein bisschen jetzt mal ein bisschen anders machen. Nach dem guten alten Dreieckssystem. Ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt hier am Ende fixiert sein wird. Es wird auf jeden Fall seine Fixierung erfahren. Vielleicht jetzt auf diese Art. Und dann vielleicht jetzt mal noch hier so nach hinten. Mit so einer Zugstrebe. Eieieiei. Der hier. Der sagt einfach quasi, wisst ihr was, ohne mich. Und ich kann es auch... Ich kann es ihm nicht mal verübeln. Ich kann es ihm nicht mal verübeln. Wenn man sich hier diese Belastung anschaut. So. Und dann machen wir dasselbe nochmal hier. Um das hier nochmal abzusichern. Boah, die haben keine Chance, die Teile. Die haben keine Chance. Überhaupt keine Chance. So. So. Einmal. Zweimal. Das habe ich jetzt alles schon verbunden. Dann muss das dahin, dahin und dahin. Nein. Und das muss dahin. Jetzt reißt es woanders. Ich muss das hier wirklich richtig brutal nebeneinander setzen. Sonst hält das niemals. So, das war die erste Amtshandlung. Ähnlich werde ich hier verfahren müssen. Ich muss hier so verfahren. So, und jetzt kann ich das hier so machen. So machen. Und so machen. So wie aber auch hier so. Seht ihr, was ich meine? Dass das hier nicht hält, ist klar. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Jetzt muss das ganze System hier noch so hin. Dann kann das jetzt hier noch von da eine Stütze erfahren. Und von da. Das hier ist immer noch bei weitem nicht stabil genug. Das ist der Hammer. Moment. Ich habe noch eine Idee. Genau, unsere schicke Dreieckskonstruktion. Die von hier jetzt nochmal eine Stütze erhält. Nein, eine Straße muss da nicht hin. Die von hier noch eine Stütze erhält. Das Rechte ist mir gerade eben egal. Ich bin gerade eben nur am gucken, was ich hier links machen kann. So und so. Dann so. Das wird so teuer, ey. Das ist Absurdistan. Also rechts, wie gesagt, ist klar, dass es hier nicht hält. Das hier muss alles erstmal weg. Oh Gott, wir haben uns schon wieder hier echt eine Aufgabe aufgehalst, Leute. Ich befürchte fast, dass wir damit diese Folge quasi mal wieder nicht schaffen werden. Erstmal gucken. Das hier hält kein bisschen, weil da fehlt hier noch so ein bisschen eine grundlegende Haltefunktion.
Mir fällt gerade eben auf, dass ich das hier eventuell sogar realisieren kann, auf diese Art. So. Weil, wie gesagt, das hier ist zu beweglich. Das sehe ich ein. Das ist nicht stabil. Wenn ich das so mache, wird es auch nicht stabiler. Jetzt habe ich da eine Straße hingebaut. Und so ist das schon besser. Also das hier hält jetzt. Das hält jetzt. Ich könnte das Ganze jetzt hier sogar noch ein bisschen abflachen. Um das mit der Zeit ansteigen zu lassen. So. Der Gag wäre es, mit der Zeit ansteigen zu lassen. Also ab hier. Und dann ist hier noch ein bisschen ansteigen zu lassen. Hält das immer noch? Es hält immer noch. Weil wenn ich das jetzt hier schanzen lasse, na genau, ich kann das hier einfach nur schanzen lassen. Dann muss ich es hier nur auffangen. Das System. Mit Betonung auf nur. Haha. Als ob das so leicht wäre. Ist es nicht. Aber es ist besser als anders. So, Moment, wir machen hier diese Teile nochmal weg. So hin. So hin und so hin. So. Und so. Ja, dass das nicht halten kann, ist logisch. Das muss natürlich halt hier quer verstrebt sein. Einmal. Ja, das geht natürlich nicht. Aber in der Mitte. Jetzt kippt es halt hier ein bisschen blöde weg. So. Das dreht sich halt alles hier um diesen Scheiß. Das muss ja hier nur fixiert sein. Das muss ja keine Straße sein. Und hier nochmal so. Oh, das hält einfach nicht. Das ist ja einfach viel zu instabil. Das Problem ist nicht, dass es hier nicht irgendwie genügend Druckkraft aufbaut. Es hat hier zu viel Zugkraft. Die Zugkraft bricht uns hier das Genick. Kann ich das nicht irgendwie noch entlasten? Noch eine weitere Konstruktion. Vielleicht. Und dann noch so hin. Und so hin. Jetzt reißt es dafür dann woanders. Nee, so klappt das nicht, liebe Leute. Wir müssen beim nächsten Mal darüber nachdenken. Macht's gut, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und ade.